Hallöchen, herzlich willkommen hier bei Game Story und zu einer weiteren Folge der fünften Konsolengeneration aus dem Jahre 1993. Und das bedeutet wieder eine weitere Runde von Abandoned Places. Und ich habe mal kurz vorher nachgeschaut, was denn da, wie lange das noch dauert. Und es sind noch einige Dungeons, die wir in dem Spiel haben. Das macht es nicht besser. Ich dachte nämlich eigentlich, dass wir schon so ein paar fertig hätten, aber sieht nicht danach aus. Ich wollte da ja eigentlich gucken, aber das kriegen wir nur im 3D hin. Wir sollen ja jetzt erst einmal wieder zurück nach... Kalkalon. Nein, nach Solar Abbey heißt es ja. Weil wir müssen ja quasi jetzt unseren, nachdem wir das Teil geholt haben, das Buch. Sehe ich nichts. Danke. Oh. Nur ein Monster. Das ist okay. Wie war das gleich nochmal? In der 3. Nein? War es nicht Ende? Doch, Ende 3. Ich habe sie extra reingenommen. Ah, jetzt hat. Oder? Ja. Oh. Warum hat er denn keine Waffe? Ach, die habe ich ihm ja. Was war's? Gleich nochmal. So. Ist irgendwo sonst noch was? Aktuell? Nein, okay, gut. Weil ich wollte ja noch die Ausrüstung checken. Ich meine, er hat den Scimitar, oder? Genau, den Scimitar geben wir ihm. Und das Kurzschwert geben wir ihm. Ah. Okay, das war's. Ich weiß, es war das. Ich glaube, da musste ich hin. Das war, glaube ich, richtig. Oder war oben richtig? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, das war... Wir gehen noch weiter. Ja. Hä?
Habe ich jemandem anderes das ganze Geld gegeben? Ich glaube, ich habe jemandem anderes das ganze Geld gegeben. Deshalb konnte ich mir vorher auch nichts leisten. Das ist aber auch nicht richtig gewesen. Da hätten wir doch nach oben gehen müssen. Ach. Ja. Aber ist nicht so schlimm, weil dann können wir noch verkaufen. Hätte ich mal was zu kaufen? Ich glaube nicht mehr. Pool Money. Leinen. Okay. Ich wollte ja den Ring of Mighty Attack haben. Chroma can't afford it, aber Lion müsste es doch können. Hä? Ich muss doch wenigstens. Ich dachte, ich hätte genug Gold. Ich habe doch so viel verkauft. Hä? Muss mal echt mal gucken, wie es bei mir mit dem Geld ausschaut. Bin der Meinung, ich hatte genug Gold. Das ist ein Elfenwerfer. Aber ich kann's. Ah, der hat die Magic. Warte mal, was ist denn der Magic Club? Wie viel kostet der? 60 Gold? Ah. Dann ist der auf jeden Fall stärker. Wie viel kostet oder für wie viel kann man dieses Elfenwerfer verkaufen? 1,2 Gold, also das hat nicht mal. Kostet nicht mal wirklich viel. Dann können wir die ja eigentlich verkaufen. Dann müssen wir doch nach oben. So, da. So, da. Hier
show the book to the priest and tell him of your experiences with it. He looks at you with a strange glance in his eyes, then asks you to open the book. Suddenly begins to shout like mad. Yes, 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 you should be. You must be. What are you talking about? You are four of the Chosen Ones. Hundreds of years ago, traveler heroes were elected by the Oracle legends. Tell about the arrival of time for heroes. Keep the book, it can be only used properly with your skills. I was informed that we may find a very important scroll somewhere at the steps. You must go now. Ja, wir müssen jetzt gehen. Also, wir müssen jetzt zu den Steps. Your memory suddenly rushed to your head about everything. The trials, the election, the evil friends disappeared, your mission. You have to free this world. This is your home. Um das zu finden, müssen wir irgendwie das Buch aufmachen. Ich weiß nur nicht, wie ich jetzt in meine... Now you can use the world book as a map. Put it in the hands of a character and then use it to show the map of the dungeon. Ah, okay. Ah, cool. Aber wo sind die Steps? Ich muss jetzt zu den Steps, aber es wird dir ja nicht erklärt, wo die sind. The Steps. Ich müsste aber wissen, wo die sind. Das ist mein Problem. Gibt es denn irgendwie so eine Art World Map? Irgendwie? Ah, da ist eine. Sehr nice. Ah. Okay. Gott, ist die klein. Da irgendwas zu erkennen, ist echt schwierig. Da ist es besser. Nein, auch nicht. Ja gut, doch hier ist es besser. Wo sind die Steps? Nicht. Ja, wo sollen die Steps denn sein? Da sind die Steps, aber also ich bin in der Nähe davon. Heißt das, ich kann da einfach hingehen? Weil ich einen Herzog truffe. Ja, aber ich wird sich dann schon zeigen. Also die Steps sind quasi auf dem Berg hier. Kann man einfach den Berg erklimmen? Geht das? Ja.
Aber woran erkenne ich denn, wo ich hin muss? Also der Steps ist das hier. Aber da ist nichts. Und jetzt sind noch Gegner da. Hallöchen Pyro. Aber ich kann das Buch jetzt jemandem in die Hand geben. Das ist vielleicht nicht mal so verkehrt. Wer hat das denn aktuell? Wer von euch hat das Buch? Da ist das Buch. Aber so mit dem Usen, das klappt trotzdem nicht wirklich. Okay, das war's. Aber wo soll ich denn jetzt danach suchen? Hä? You can only enter. Muss ich zu. Eventuell in die. In das Dorf unten rein? Aber da war ich doch auch schon mal. Oder? Ja, genau, da war ich ja schon mal. Oder ist es das hier? Gott.
Lustig, dass du mit ankommst, Herzogtruppe. Wir haben gerade die WCW von 94 geguckt, wo er gerade den Vertrag von in der WCW unterschrieben hat. Weiß nicht, woher du jetzt damit herkommst. Ich hab langsam Angst. Trotzdem erzählst du Schwachsinn. Woher soll ich denn jetzt wissen, wohin ich da auf den Berg muss? Ich sehe hier nirgendwo einen Eingang oder irgendwie sowas. Woran sollte ich den erkennen? Ja, ich sollte den Steps und der Berg ist der Steps. Das ist ja das Problem. Die Quest ist, ich soll zu den Steps gehen, in den Dungeon und ja. Aber hier ist ja nichts, also entweder, dann fällt mir jetzt eigentlich nur noch ein, dass es das da unten sein kann. Aber da war ich doch auch schon drin, das ist doch eine Stadt, oder nicht? Naja, geh mal einfach mal hin, vielleicht ist es ja das. Ich meine, XP ist ja schön und gut. Wollt ihr jetzt mal gucken? Wir haben nur 397 Gold. Ich dachte, wir hätten viel mehr. Oh Mann. Das ist traurig. Nein! Nein, 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 das sollte so nicht sein! Oh shit, 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 shit! Oh Gott! So. Gott, der hält ja gar nichts mehr aus. Das war's.
Nö, das ist auch eine normale Kneipe. Es ist eigentlich nur das Einzige, was es sein kann. Das, was der gute Herzogtrophäe meinte, dass es vielleicht irgendwie. Bei dem Fluss oder so ist. Auf jeden Fall brauchen wir ein weiteres Schild, weil der hält fast nichts mehr aus, ey. Wie viel kostet denn ein Medium Shield? 35 Gold. Ja, okay, das meinen wir mal. Man sieht hier ja nichts, das ist ja das Merkwürdige. Ich kann auch nicht den Fluss überqueren oder so. Ah, das ist doch wieder merkwürdig. Wo soll ich denn hin? Zweites Sneak Attack Monsters. Wir brauchen's. Now get back to Twilight so level must defense which build your wizard. Ja. Könntest du mir aber auch erklären. Attack Monsters! Nein, da wollte ich gar nicht hin. Wer hat denn jetzt das Schild? Du hast das Schild. So. Apropos, ach Gottchen.
bräuchten nicht mal einen guten Heilzauber, ey. Also der, wo halt nicht 50 Mal benutzt werden muss, ey. Also ich bin ja froh, überhaupt eine Komplettlösung zu haben, aber diese Komplettlösung sagt dir halt auch nicht wirklich so viel, wo du genau hin musst. Ich bin jetzt fast nochmal überlegen, nochmal zurückzugehen zum Auftraggeber. Vielleicht muss ich, aber er hat mich ja dann losgeschickt, also... Irgendwo muss auf jeden Fall noch ein Gegner sein. Irgendwo. Nur wo? Das letzte Viech versteckt sich gut. Basis. Es gibt immer noch eins. Jawohl. Ja, ich gehe, denke ich mal, doch noch mal zurück, weil ich weiß echt nicht. Ha! Arschloch.
Also ich bin jetzt den ganzen Berg hoch und runter gelaufen. Ich sehe hier nichts. Ich weiß nicht, was er von mir mal wieder will. Ich finde das so scheiße, dass du jedes Mal dafür zahlen musst, ey. Das place seems to be closed. Ach, echt jetzt? Ich hasse es. Ich hasse es. Darf ich wieder ein Gold bezahlen? Ja, Hall Stranger. I'm sorry, but I can't help you right now. Ja, er sagt mir jetzt auch nichts mehr. Also, hä? Sensei and search for the scroll in the steps. Ja, und the steps sind laut Karte der Berg. Also, was? Das ist halt nur der Berg. Also das ist halt das hier. Und es soll hier ja einen Dungeon geben. Wieder so eine Sache, ich verstehe es nicht. Und was das hier ist, das weiß ich auch nicht. Ich kann ja auch jetzt nicht irgendwie so irgendwas herholen oder so. Ich kann jetzt nicht irgendwie. Und jetzt kann ich mich nicht mehr bewegen. Hä? Jetzt kann ich mich wieder bewegen. Weiß nicht, wo, wie, was. Wie, wo, was? Wieso? Weshalb? Und warum? Ich meine, für XP ist das natürlich hier super. Aber was soll ich denn noch tun?
muss ich mal kurz was gucken. Kriege ich eigentlich Experience Points durch meine Cure? Ja. Kriege ich, das ist nice. Finde ich sehr nice. Und da muss ich mal schauen, ob er mit dem Einsatz des Stockes auch XP bekommt, weil wenn er es nicht tut, dann macht es eigentlich wenig Sinn, ihn zuhauen zu lassen. Sondern sollten es lieber meine Krieger machen. Das Problem an so Spielen, die halt kaum jemand kennt, ist, da ist er. Nee, er trifft, aber er kriegt keine XP dadurch. Also nein, ist nicht gut, wenn ich ihn dann dazu schlagen lasse. Okay. Ja, jetzt ist die Frage, wo soll ich hin? Das sieht halt hier nach irgendwas aus, aber wenn ich da drauf zugehe, passiert nichts, aber ich kann hier zum Beispiel. Warte mal, irgendwas passiert gerade, glaube ich, oder? Ja, irgendwas passiert gerade. Nee, doch nicht. Aha! Ich weiß nicht. Wo ich noch hin soll, ehrlich gesagt. Ich kann das Buch ja in dieser Welt nicht nutzen. Ich hatte doch irgendwo. Viele kommen in I love this game. I got it off another side. If blood speaking, gonna first time I have a problem. If we retrieve the Book of Word from the library in Kalkalon and then shown the man to the abbey. The man directs me to find a scroll somewhere near the steps. Genau! Wer hat das Problem? Can someone help me? Edit it. I have retrieved the Book of the World from the library. Bei den anderen heißt es nur, ja, es crasht und hier und da und so weiter, aber es hat immer genau diese Frage. To find the location of the dungeons, essentially the map of the world of Conantia, which has proved with the original game. So if nobody owned the original copy game, it's quite impossible to solve this. But the underdogs released that, then I can't get it to work and try to adding. Ich habe ja die Karte, das hilft mir nur leider auch nicht weiter, weil auf der Karte
kann ich leider nicht erkennen. Also ich weiß, wo sie sind, ja? Das ist nicht das Problem. Mein Problem ist aber, dass ich nicht weiß, wo der Dungeon ist. Na gut, aber wenn er sagt, near the steps, eventuell ist es ja nicht auf dem Berg, sondern drumherum. Aber bei den anderen beiden habe ich schon geguckt und da ist es ja auch nicht. Wir glauben an dich, hilf mir halt lieber. Glauben hilft mir nichts. Da ist aber nichts in der näheren Umgebung, außer... die World Map, die halt in dem Spiel vorhanden ist. Klar, okay, klar, verstehe schon. Aber die hilft mir halt auch nicht weiter, weil die sagt mir ja auch nicht mehr als das, was ich bei der anderen Map habe. Warte mal. Ja, aber ich habe hier nur das Auge hier. Scouting, Eye Symbol, Section, Magnifying Glass Symbol. At some time you need to find that hidden dungeon entrance located around the land. Selecting this icon will allow you to do that. However, you can only search during the day and in... Ach so! Oh, ist das dämlich. Du musst gehen, damit das geht. Euer fucking Ernst. Jetzt hat. Damit müsste ich den Dungeon eigentlich finden können. Du musst gehen, damit das funktioniert. Und selbst dann aber finde ich ihn noch nicht. Aber okay. Aber gehen wir mal durch die Gegend, vielleicht finden wir ihn ja. Aber vielleicht ist er gar nicht auf dem Berg, das ist ja die Frage. Aber wir sind halt so lamsang. So. Da wir eh nur in der am Tag gucken können, nützt es mir ja nichts. Die Frage ist, wie nah muss ich an dem Dungeon sein, damit ich den finde?
Dass man den Dungeon nur zu Fuß finden kann, ist doch dämlich. Was ist das wieder für eine. Was ist das wieder für eine Spielmechanik? Vielleicht ist der Eingang zu klein, dass man ihn mit dem Pferd nicht findet. Ach komm schon. Glaubst du aber selbst nicht. Die Frage ist halt jetzt nur, wo ist er? Ist er am Berg? Ist er in der Nähe des Berges? Ist er auf dem Berg? Und bis dahin müssen... Der ist jetzt ohne Pferd so langsam. Und wie nah muss man an dem Teil dran sein, dass es erkennt? Das ist halt alles Fragen, die gestellt werden müssen. Gott, ich hasse es immer, dieses Monster suchen zu müssen, ey. Okay, wir gehen jetzt mal straight nach oben. Und dann gehe ich den Weg unten entlang. Es ist wie eine Nadel im Heuhaufen suchen. In der Nacht zu gehen macht keinen Sinn, weil da finde ich's nicht. Wir könnten eigentlich... Hm.
bist du. Das gibt's doch nicht. Attack Monsters, wir brauchen die XP. Ich sollte vielleicht danach nochmal zum Level-Typen gehen, um zu schauen, ob ich mich aufleveln lassen kann. Bei so vielen Monster, die ich jetzt schon wieder erschlagen habe, wäre es vielleicht gar nicht so verkehrt. Aber erstmal will ich den Eingang finden. Da war's doch, das Vieh, ich hab's doch gerade da. Jetzt machst du noch so schön Dungeon und so, aber Pustekuchen. Das Finden des Dungeons nimmt hier unheimlich viel Zeit in Anspruch. An sich finde ich das Spiel echt nicht schlecht, aber es hat so Unzulänglichkeiten, die halt echt nicht sein müssten. Wo bist du, Dungeon? Oh Mann, ey. Wo ist der blöde Dungeon, ey? Vor allem, wie nah muss man an dem Ding dran sein, dass man es findet?
Aber versteck dich nicht, ich hab dich gesehen. Wo bist du? Da. Es gibt saftige XP hier. Abgesehen davon, dass ich dieses scheiß Dungeon nicht finde, wo auch immer der immer sein muss. Oh Gott. Dungeon, wo bist du? Ich habe ihn gefunden! Hä? Was? Okay, ich habe ihn gefunden. Er muss genau da sein. Er ist genau hier. Ich weiß, wie ich das mache. So. Da ist er. Okay. Ich möchte nur schauen, ob ich aufleveln kann. Darum geht's mir jetzt. Also. Deshalb gehe ich jetzt erstmal. Aber ich weiß ja jetzt, wo er ist. Muss ich aber warten, bis es morgen ist, genau. Ja, how strange, bla 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 bla. Ihr Gold. Halsabschneider. Mal gucken, ob wir. Uns aufleveln können. Bitte lass mich einen aufleveln. Ich hätte ja vorher speichern können. Leinen. Oh. 880 noch. Oh. Roma. Nein. 5000. Ilias. 336. Und Pompis. Ja, 2000. Ja, super geil. Wieder umsonst hierher gelaufen. Ich hätte vorher einfach speichern sollen. Naja, egal. Vielleicht treffe ich hier nochmal auf Monster. Aha. Ich mache auf der Brücke Pause. So. Also ich weiß, dass es genau... Hä? Jetzt sehe ich ihn auch so. Okay, egal. Scheiß drauf. Hauptsache, ich bin drin. Scheiß drauf. Okay, hier speichern wir mal erstmal. So. Also, wo müssen wir jetzt hin?
Go east and push the skull. Then go west and push the other skull. Go north and go through the door and kill three gargoyles. Alter, die ziehen so schon wieder so viel ab, ey. Das gefällt mir gar nicht. Ich glaube, ich bin den falschen Weg gegangen. Also da waren wahrscheinlich die drei Viecher. One of them will drop a mace. Nein, dann sind sie das nicht gewesen. Außer... Das sind wieder andere. Das ist wieder ein anderer. Da ist er ja. One of them will go south and open the door. Kill two gargoyles and drop a mushroom. Damit wird wohl die Tür hier gemeint sein. Mit zwei... weiteren Gargoyles, ja. Da ist der Mushroom. Und wo ist der zweite Gargoyle? Da ist er. Oh nein, er hat das Licht ausgemacht. South and use walk on fire spell and go through it. Was? Ach so. Hier. Ich glaube, ich hab walk on fire noch immer nicht. Nö. Da müssen wir schnell gehen. Ja. Was haben wir denn hier? Mehr Pfeil und Bogen? Nice! Aber wer könnte das nutzen? Naja, vielleicht er? Ich weiß nur nicht, ob es ihn was nutzt. Aber okay. Pick up bow and arrows. Go back and go east through the door. Das müssen wir jetzt gleich herausfinden, ob er daraus was generieren kann. 4401. Eigentlich wäre es besser, wenn ich ihm das gebe.
Jetzt müssen wir erstmal schauen, ob er davon profitiert. Durch die östliche Tür soll ich gehen. Welche von den beiden? Ja, das müsste eigentlich die östliche Tür sein. Vielleicht sind ja beide Türen miteinander verbunden. Ja, sind sie. Und eigentlich sollte mir ein Gargoyle. Entgegenkommen, oder hier kommt er mir erst entgegen, da kommt er. Okay, geht nicht, er kann, er nutzt ihn nicht. Er kann ihn wohl nicht nutzen. Drei Türen. Open the door to the east in category. Push the button on the south door and go east. Das, welche ist denn jetzt hier die Südtür? Wenn die Süd, wenn es nach der Südtür geht, müsste es eigentlich die hier sein. Wo kommst denn du jetzt wieder her? Then kill the gargoyle, push the button on the south door and go east. Kill the gargoyle for a torch and push the button on the west wall in the death end. Moment mal, ich bin hier wieder zurück hier. Irgendwas stimmt hier nicht. Ist das die South Door? Wow! Scheiße! Die Tür geht nicht auf. Bin verwirrt. Jetzt ist sie auf, glaube ich. Also sind wir wieder hier. Jetzt bin ich nur noch mehr verwirrt. Da geht's wieder raus.
Jetzt sind alle drei Türen offen. Ah, hier muss der Schalter sein. Da ist er. Okay. Now push the button on the east door and go south. Ah! East door? Was? Go to the east door and go south. Ich habe absolut keine Ahnung. Es müssen aber irgendwo zwei Gargoyles sein, also... Ja, müsste man die irgendwann mal finden, hoffentlich. Da ist wieder der... Nein, ich wollte nicht rausgehen! Da ist die Truhe, die habe ich gesucht. Okay. Finally the north door and kill the last two gargoyles on this floor. Open the north door. Welche north door? Meint der die damit? Go west and then south and push the button to open a path in the south. Go west and then south. West and then south. Hier? Und push the button. Ah! To open a path in this... Ah, okay. Oh, da ist noch eine Truhe. Torches. Ein Club. Und eine Potion of Speed. Okay. Dann hier sollen noch zwei Shurikens drin sein, ja genau. Okay. Und dann ab nach unten. Speichern. Gott, dieses Zeug zu finden. Ich hab's schon öfters jetzt gesagt. Es ist so. Boah.
Ihr müsst den Schlüssel dabei haben. Genau. So, ich soll nach Westen gehen. Ja, aber nicht durch das Feuer. Oder? Ah ja, das ist Kabinett, was er meinte, glaube ich. Ein Wooden Shield. Nee, das ist das Falsche. Da ist es. Ah, das ist der Saber. Und das Korn. Ich habe keinen Platz mehr. go south and check the cabinet for a wooden sheet and go south again. Also jetzt soll ich dann quasi... genau, hier nochmal weiter nach Süden. Until the dead end and push the button on the east wall. Hä? Death end? Welches Death end? Meint er den hier? Das ist quasi der, den ich danach drücken soll. Huch. Oh. Da kann man durchgehen. Aber was will denn... Was für ein Dead End ist jetzt hier wieder gemeint? Da. Go east through the fire. Jetzt muss ich aber wieder dahin zurück, wo ich gerade war. Nein, 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 nicht ins Feuer. Weil ich von da aus durch das Feuer gehen muss. Oh, da war ein Gegner. Und das ist nicht richtig. Oh yeah. Scheiße, ich weiß nicht, wo ich hin muss. Okay.
Der droppt einen Schlüssel. Ich hab. Quatsch, ich habe das Buch. Aber warum? Ich kann es nicht nutzen. Hä? Normalerweise sollte man es doch nutzen können, um die Dungeon Map zu sehen. Oder ist es hier unten das? Hä? Hä? Wo kommt jetzt der Schaden her? Ja, das ist jetzt merkwürdig. Angeblich soll man es ja nutzen können. Now you can use the workbook as a map. Put it in the hand of a character and then use it to show the map of the dungeon. Geht nur leider nicht. Ah, jetzt. Ach, das ist ja cool. Okay, das ist sehr nice. Oh shit. Zu viele Schlüsse. Scheiße, wo bin ich hergekommen? Fuck! Torches sind so nutzlos. Weg damit. Da liegt der Stein. Das heißt, hier war ich mal. Oder es ist ein anderer Stein. Das kann alles möglich sein. Ich muss es erstmal wieder dahin finden, wo ich hergekommen bin. Gibt's doch nicht, wo kam ich her? Oh. Es ist auf jeden Fall schon mal schön, dass es hier eine Karte gibt. Das gefällt mir gut.
Ich habe das Gefühl, ich drehe mich im Kreis. Dieser Verdacht bestätigt sich. Sondern ich komme nirgendwo durch. Das gibt's doch nicht. Wo bin ich entlang gegangen? Das sieht danach aus, als wäre ich hier entlang gegangen. Ja. Nein. Da ist eine Treppe dahinter. Und hier kann ich nicht rein. Da ist die Treppe nach oben, glaube ich. Wenn ich jetzt... da war der Schädel, genau, so. Scroll to Westworld and go east through the fire. Jetzt weiß ich auch endlich, wo Norden und Süden und so ist. Das ist super. Go back and go east. Go through the fire. Go south and push the button on the west wall. Also Süden ist ja dann eigentlich hier. On the west wall. Also hier. Habe ich den nicht? Den habe ich aber doch schon. Hä? Go north and push the button on the north wall. Ich bin verwirrt. Mal wieder. Wo soll denn da jetzt... Hä?
Go south and push the button on west wall. Go north and push the button on the north wall. Go east to the door to pick up 10 gold. Damit ist wohl die Tür gemeint. Ah! Ah! Okay. Go north and north of 3-5 and a Magana, which all will each drop one white key. Totally should get 5 white keys. Okay, gucken wir mal schnell. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, ist richtig. There are 7 doors, chests, which can be opened with a white key, but you only got 5 white keys, so be careful on which door you will lose the white keys. Oh, na toll. Okay. Okay, jetzt müssen wir eigentlich wieder zu dem Kabinett zurück, was wir schon einmal mal ausgeraubt haben. Wenn ich jetzt wüsste, wo das wieder war. Also entweder ist es jetzt die Tür, die wir aufmachen sollen. Nee, nicht die zur Treppe. Die Treppe soll man nicht aufmachen. Da ist das Dead End. Das hilft mir auch nicht weiter. Jetzt. Open the first door with a white key. Open only one of the two next. Also hier soll man. Ich mach mal hier einen Speicherpunkt. Ups. Okay. Open only one of the two next. Go north. Oder south ist wurscht, okay? The gargoyle open only one of both doors. Und wieder welche. Okay. Also nur eine der beiden Türen sollen wir aufmachen. Dann machen wir die auf.
Genau, kill the fireman. Open one of the south doors again and go south. Use the red key on the door. Welcher rote Schlüssel? Ich habe keinen roten Schlüssel. What? Moment mal, ich habe keinen roten Schlüssel. Wo soll ich jetzt einen roten Schlüssel herbekommen haben? Go south and kill the fireman. Open one of the south doors again. Go south. Use the red key on the door. Push the skull. Go east. Hä, welche roten Schlüssel? Ich hab keinen roten. Ich hab nur weiße. Wo soll denn jetzt ein roter Schlüssel hergekommen sein? What? Was? Wann hätte ich denn den roten Schlüssel finden? Oder hat er bei, ich glaube, er meint eher einen weißen, oder? Weil ich wüsste jetzt nicht, wann wir einen roten Schlüssel geholt haben. Ich glaube, das ist falsch. Ne? Genau, so ein Push. Let's go south and west. Was? Open only one of both. Let's go south. Kill the fireman. Open one of the south doors again and go south. Use the red key on the door. Push the skull. Welche? Ich sehe halt die Tür hier, aber ist es... Ja, da braucht man wahrscheinlich den roten Schlüssel, aber woher habe ich denn... Woher kriege ich denn den roten Schlüssel? Ich habe nämlich keinen roten Schlüssel irgendwo gesehen. Hä? Wo soll denn bitte jetzt ein roter Schlüssel herkommen? Ich habe keinen roten Schlüssel, ich habe nur einen weißen. Moment mal, wo soll denn hier ein... Woher soll jetzt hier ein roter Schlüssel kommen? Push the button on the eastern kill the guardian and open finally the north door and kill the escort and first blood for the west and south and push the button open the pass and south open the chest for east and club button is there safe to kill the guardian kill the guardian east for white key go west go north and plant the cabinet for call and saber go south and check the cabinet for wooden shield and go south again go into the death end and push the button on the east bar. Be careful, bestow you with yourself.
Open the first door with the white key. Open only one of two next. Go north. You can also go south. Kill the gargoyle. Open only one of both doors. Go south and kill the fireman. Open one of the south doors again and go south. Use the red key. Es gibt nur keinen roten Schlüssel. Er hat auch... Das Lustige ist, wo soll jetzt der Schlüssel herkommen? Denn es gibt keinen Schlüssel, keinen roten. Er wird auch nicht erwähnt. Das macht es das Ganze jetzt nicht einfacher. Ich kann die Truhe hier aufmachen. Ja, speichern wir mich aber nochmal. Ich wüsste jetzt nicht, wo ich den roten Schlüssel herbekommen kann. Gib Ruhe. So. Da ist er nicht drin. Da ist Gold drin, nicht wenig davon. Steine, toll. Und ein Schild. Ja, das ist jetzt ein Problem. Woher soll ich jetzt den roten Schlüssel aus dem Nichts holen? Hallo? Guten Tag, Sir. Oh shit, das wollte ich jetzt nicht. Jetzt wird mir halt irgendwie gesagt, ich brauche einen roten Schlüssel, den ich aber gar nicht habe. Das ist eine tolle Sache. Es wird auch nicht im... Ich habe jetzt nochmal komplett durchgelesen. Es wird nicht erwähnt, dass hier irgendwo ein roter Schlüssel zu finden gewesen wäre. Was es nun jetzt beileibe nicht einfacher macht. Na gut, ich denke mal, wir belassen es jetzt erst einmal bei hier. Ich weiß nicht, ob es das noch Sinn macht, wenn ich diesen... Irgendwo muss der Schlüssel ja sein. Das ist klar, aber wo? Das ist die Frage. Aber hier machen wir jetzt für heute Schluss. Das ist wieder eine tolle Sache, ey. Ja, danke, Herzog Truffel, den wünsche ich dir auch. Genauso wie deinen immer sehr hilfreichen Kommentaren. Die machen alles gleich viel besser. Ja, morgen werden wir dann höchstwahrscheinlich einen Koop-Stream haben, falls die gute Quart sich noch daran erinnert oder sonst nichts dazwischen kommt. Spielen wir weiter mit Aragami und hoffen mal, dass wir es dann nochmal durchbekommen werden. Aber wer weiß das schon. Ja, ansonsten wünsche ich jetzt noch einen schönen Abend und das freut mich, ich habe deine Ironie. Ah nein, das war keine Ironie, das war
Das war nichts. Ich wünsche noch einen schönen Abend und später eine gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.